Also? Die richtigen Bauteile sind nur ein Teil der Lösung. Man muss sie auch noch richtig anordnen. Und funktioniert das? Ein paar Tests wären gut. Wie mache ich das? Erklimme den Berg, drücke den Knopf und schau, ob sich die Rollen drehen. Gut, danke. Darauf wäre ich nie gekommen. Marat glaubt, du bist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich halte Asera auf. Auf nach Teufelsgroll, um den Sender zu testen. Ich komme, Bruder. Ob's dir gefällt oder nicht. Ich halte Asera auf. Das zu Radell zu sagen war leicht, stimmt's, Rias? Aber wie willst du das tun? Ach, wozu nach Problemen suchen? Ich brauche Lösungen. Und das fängt mit Urid an. Obwohl Urid selbst ein Riesenproblem ist. Ein Maschinenmonstrum, das Berge spalten könnte. Urid hat seine Spuren nicht verwischt. Also hat er es eilig. Und er begeht Fehler. Präzisionspfeile werden nützlich sein. Also, was hast du vor, Asera? Köder nach Meridian schmuggeln? Auf keinen Fall. Nur über meine Leiche. Schockpfeile wären nützlich. Dahinter ist doch etwas. Asera hat sich das perfekte Versteck gesucht. Bis sie den Köder aktiviert und Urid nach dem Nahrungsgriff gelockt hat. Mehr Rüstung. Auszuschalten. Und es ist was Persönliches. Dann muss ich wohl dafür sorgen, dass du diese Sache überlebst. Thank you.
Alten kämpften und starben hier. Es ist wie auf einem Friedhof. Hier komme ich nicht weiter. Endlich auf dem Teufelsgrill. Wirklich ein leichtes Ziel, wenn mich jemand hier sehen sollte. Was hat denn dieses Ding eingefroren? Gut. Also, wo sind alle? Sollte helfen. Der Sonne sei Dank.
Lore. Das war haarscharf. Präzisionspfeile. Zusammen. Er ist alt. Er knirscht. Das ist alles. Alles gut. Alles ist in Ordnung.
Ein Lager. Aha. Hier hast du dich also versteckt, Uret. Ein Sonnenruf. Uret, du magst glauben, du hast dich geändert, aber du folgst noch immer Vaters Ritualen.